Versetzen wir uns, meine Damen und Herren, in die Zeit vor gut 150 Jahren, also in die Mitte des 19. Jahrhunderts und in die Rolle eines politisch engagierten Dichters. Letzteres ist nicht besonders schwer, denn damals waren so gut wie alle besseren Dichter politisch sehr leicht erregbar. Und greifen wir jetzt einen besonderen politischen Konflikt auf, den Krimkrieg, die militärische Auseinandersetzung zwischen Russland, dem Osmanischen Reich, Frankreich, Großbritannien und gut, Österreich war auch noch beteiligt. Wir schreiben die Jahre 1853 bis 1855. Ausgangspunkt war, Sie erinnern sich vielleicht, meine Damen und Herren, der Streit zwischen Russland und dem Osmanischen Reich, vulgo den Türken. Es ging um Macht und Einfluss, also es ging um das Übliche. Und dann wurde das Reden, mehr noch das Handeln, weitgehend den Militärs überlassen. Engländer und Franzosen witterten eine Möglichkeit, Russland zu schwächen, also verbündeten sie sich mit dem Sultan. Es kam zum ersten schrecklichen Stellungskrieg der Militärgeschichte. Schließlich musste Russland nachgeben, verlor wichtige Gebiete, brach innenpolitisch fast zusammen. Warum ich Ihnen das ins Gedächtnis rufe? Nun, weil wenige politische Auseinandersetzungen mit so viel dichterischem Herzblut verfolgt wurden, wie jene Ereignisse auf dem Balkan und auf der Krim. In Polen, gut, staatsrechtlich gab es dieses Land nach den verschiedenen Teilungen nicht, aber sagen wir, im ehemaligen Polen kämpfte ein Dichter für die Sache des Osmanischen Reiches, klar, um Russland zu schwächen, jenes Russland, das dabei war, seine Heimat zu russifizieren. Jener Dichter ist der polnische Nationaldichter schlechthin, bis auf den heutigen Tag, die kulturelle Identifikationsfigur durch alle schrecklichen Zeiten, die unser Nachbarland durchleben musste. Sein Name? Adam Mickiewicz. In Polen ist dieser Name allgegenwärtig auf Straßen und Plätzen und Schulgebäuden. Und selbst wenn es die alle nicht gäbe und auch die Denkmäler nicht, die fehlen, würden die Gedichte, die Balladen, würde der elegante, geschliffene Stil dieses Dichters unversehrt im Gedächtnis seiner Landsleute weiterleben. Selbst der große Puschkin zog den Hut vor diesen Gedichten. Von Puschkin, dem Russen, trennten Mickiewicz zwangsläufig die politische Überzeugung. Doch es verband sie, dass sie beide einmal dieselbe Frau geliebt hatten. Eine russische Spionin natürlich. Freunde und Kollegen nennen Mickiewicz daher gerne den Goethe ihres Landes, respektive ihrer Kultur. Daran ist gewiss vieles zutreffend, allem voran, wie gerade gesagt, die einzigartige Popularität des Dichters in seinem Lande. Allerdings sehen wir unseren Goethe als eher enthoben, entfernt von religiöser Inbrunst. Und irgendwie sehen wir ihn auch nicht, wie Mickiewicz, in der Rolle eines Nationalisten, der weit, weit in der Fremde versucht, Soldaten für den Kampf gegen einen Feind seines Reiches, seines Landes zu rekrutieren. Im Deutschland Goethes betrachtete man Soldaten bekanntlich eher als einen billig zu beschaffenden Exportschlager nach Übersee, ganz gleich, wer ihn kaufte. Doch der Vergleich zwischen den Dichtern zielt ja nur auf das Wesen der Identifikation, auf den jeweiligen Vorbildcharakter. Mickiewicz, der am 24. Dezember 1798 in Litauen geboren wurde, verkörpert dabei jenen Geist, der die Momente Freiheit und Kunst, Glauben und Heimatliebe, Ritterlichkeit und Klugheit exemplarisch zusammenfasst. Er ist ein Geist in beständiger Bewegung, taucht wie ein Irrlicht in den verschiedenen Metropolen des europäischen Geisteslebens auf, heute in Vilna, morgen in Odessa, bald in Rom und immer wieder in Paris. Dabei stets den Gedanken der Befreiung unterdrückter Völker propagierend, doch nie, und das ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig, doch nie einem politischen Chauvinismus das Wort redend. Politische Freiheit ist für Mickiewicz die Bedingung der Möglichkeit von Entfaltung aller Kultur. Ein kleiner Beweis für diese Behauptung? Es war niemand anders als Adam Mickiewicz, der als erster von einem vereinigten Europa, einem Europa ohne Staatsgrenzen sprach. Und das war im Jahre
1833, als die Mächtigen der damaligen Staaten die Rationalität ihres amoralischen Handelns, wie in künftigen Jahrzehnten auch, ohne jeden Charme als Real- oder als Interessenpolitik verklärten und sich nicht scheuten, die Grenzen ihrer Länder als heilig, mithin als Gott gewollt, zu bezeichnen. Betrachten wir dagegen den Nationalismus von Adam Mickiewicz und seinen Geistesbrüdern und selbstverständlich auch Schwestern, dann stechen sofort die Unterschiede zu den Anliegen der Politiker ins Auge. Wie, sagen wir, wie bei den Brüdern Grimm in Deutschland, wie bei unzähligen Dichtern in Frankreich, Italien, Schottland, ging es dem Polen Mickiewicz um die Bewahrung und Förderung der kulturellen, der spirituellen Rohstoffe seiner Heimat. Märchen wurden gesammelt, Volkslieder aufgezeichnet, Dialekte womöglich wiederhergestellt, Mythen auf ihre Herkunft befragt. Literatur war das Mittel der Politik. Einer Politik, die sich nicht um Standes- oder Nationalinteressen scherte, selbst wenn naturgemäß auch immer historische Schlachten gleichsam zur kulturellen Selbstvergewisserung herhalten müssen. Diese Schlachtgesänge sind gleichsam die gemeinsam gefeierten Messen einer solchen Volkskultur mit aller Sorgfalt, allem Pomp, allen auch schwülstigen Überzeichnungen, die das rituelle Nacherzählen erforderte. Poetik war eben die Kunst, wie es ein deutscher Förderer von Mickiewicz, nämlich der Leipziger Buchhändler Heinrich Brockhaus, schrieb. Poetik war die Kunst, die Herzen der Polen zu elektrisieren. Adam Mickiewicz begann seine literarische Karriere, sein Schaffen mit Balladen und Romanzen. Der erste Band erschien, als er gerade 24 Jahre alt geworden war. Man hört aus diesen Gedichten nicht nur von fern noch die hehren Glocken eines schillerschen Paters. Und in der Tat fühlte sich Mickiewicz dem deutschen Idealisten, dem Verklärer des Freiheitsgedankens, auf eigentümliche Weise seelenverwandt. Und wie bei Friedrich Schiller benötigen auch die Helden seines polnischen Kollegen nicht eines Adelsprädikates, um dramatische Fallhöhe herzustellen. Wilhelm Tell, um hier nur das uns Deutschen vielleicht bekannteste Beispiel zu nennen, dieser Wilhelm Tell, der gegen staatliche Willkür aufbegehrt, ist ja durchaus ein Mann aus dem Volke. Bei Mickiewicz trägt eine der Heldinnen im Poem den für polnische Ohren sehr wohlklingenden Namen Grażyna, die Schöne. Und sie erfährt ein wenig von dem Schicksal, das der jungen Lotte in den Leiden des jungen Werther widerfuhr. Mickiewicz schätzte Goethe übrigens über die Maßen. Er machte sich sogar einmal auf, um den Geheimrat in Weimar zu besuchen. Oder denken wir an ein anderes berühmtes Gedicht von Mickiewicz, in dem ein sozusagen ein einfacher Kerl namens Gustav den Helden gibt. Dieses Gedicht, dieses Epos in mehreren Teilen trägt auf Polnisch den Titel Dziade, ein Wort, das zum ersten Mal für einen volkstümlichen Brauch steht, die Ehrung der Ahnen. Das zum zweiten aber auch die einfachen, die frommen Menschen bezeichnet, die sich in und vor ihren Kirchen versammeln, um den Vorfahren und vor allem, wofür diese Vorfahren stehen, ihren Respekt zu erweisen. Beschworen wird hier vom Dichter Adam Mickiewicz eine Gemeinschaft der Gläubigen. Ganz falsch ist es nicht, hier von einer Gemeinde und nicht auch von einer, wie wir es im modernen rationalen Sinne sagen, einer Gesellschaft zu reden. Diese akademisch hinlänglich bekannte Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft ist mir, verehrte Zuseher, deswegen wichtig, weil der Begriff der Gesellschaft, wie Sie wissen, in die Richtung eines autonomen, insofern auch notwendig selbstsüchtigen Individuums zielt, des Trägers einer Gesellschaft. Der Begriff der Gemeinschaft, so wie er bei Mickiewicz leuchtet, raunt dagegen beschwörend das Thema der Zusammengehörigkeit jenseits aller individuellen, egoistischen Interessen. Er spricht vom Opfer, er spricht von Hingabe. Es werden, wenn Sie so wollen, meine Damen und Herren, sentimentale Werte beschworen, altmodische Werte wie Liebe, Anhänglichkeit, Treue, doch auch Rache, Vergeltung und vieles, vieles mehr. Werte mithin, die ihre Verbindung zum Glauben des Alten und des Neuen Testaments nie in Zweifel rücken ließen. Konnte das auch peinlich werden? Klar, das konnte es.
jedenfalls aus der Sicht der Heutigen. Wenn Adam Mickiewicz das Schicksal des polnischen Volkes mit dem Leiden Christi gleichsetzte, der von seinem Vater für alle Sünden dieser Welt geopfert wurde, dann geht der poetische Vergleich schon an die Grenzen des selbst hartgesotten, poetisch Verträglichen. Aber Dichter, Gott segne sie, begnadete Dichter, müssen sich nun einmal auch dorthin bewegen, wo sie sich die Füße versengen. Und für mich retten ihn stets jene 5 Zeilen aus seinem berühmtesten Werk Pan Tadeusz, dem Herrn Tadeusz, in denen Mickiewicz einen Grafen seiner Heimat beschreibt. Sonderbar waren die Neigungen, diese Grillen des Grafen. Manche meinten sogar, bei ihm stünd nicht alles zum Besten. Aber man achtet ihn, weil er ein Herr sei. Seit urdenklichen Zeiten wohlhabend war er, gut zu den Bauern, menschlich zu Nachbarn, selbst zu den Juden. In einem Volk, zu dessen nationalen, leider auch religiösen Motiven befeuerten Erregungen auch der Antisemitismus gehörte, gewiss anderswo wurde das später weitaus schrecklicher, doch das gehört in eine andere Sendung. In einem solchen Kontext jedenfalls zählen diese Zeilen zu einer Botschaft, die ein Epos auch nach mehr als anderthalb Jahrhunderten retten. Herr Tadeusz, Pan Tadeusz gilt als ist das polnische Nationalepos schlichthin. Jedes Schulkind müsste die ersten Zeilen, den Prolog des ersten Gesangs auswendig lernen, aus denen es die düstere Gewissheit lernen sollte, dass eine Heimat wie die eigene Gesundheit ist, die man erst schätzt, wenn sie verloren geglaubt wird. Wie aus einer Fabel lernten die Kinder dann, dass Polen nicht verloren ist, selbst wenn sich mächtige Herren im Lande entzweien, solange es nur um den Kampf gegen den gemeinsamen Feind, gegen Russland geht. Joseph Conrad, der große polnische Schriftsteller, ließ sich ein Exemplar dieses Epos an sein Sterbelager bringen. Russland, klar, das ist eine Chiffre für Unterdrückung, für Fremdbestimmung. Kein Wunder, dass in nicht allzu fern zurückliegender Zeit eine dem Warschauer Pakt angezwungene polnische Regierung Aufführungsverbote durchsetzte, wenn Stücke, wenn Gedichte von Adam Mickiewicz auf den Programmzetteln der Theater standen. Einmal war die Regierung unachtsam oder nachlässig. Im Winter 1967 wurde im Warschauer Nationaltheater sein Stück Die Totenfeier aufgeführt. Dieses Stück, etwas schludig verglichen, gilt als der polnische Faust. Es verhandelt eine Vielzahl von Themen philosophischer, ästhetischer, religiöser, aber auch politischer Natur. Es fielen auf der Bühne ein paar Sätze, die damaligen polnischen Ohren sehr wohlklingend antirussisch klangen. Folglich kam es während der Vorstellung zu lautem Beifall. Folglich wurde das Stück 2 Monate später wieder abgesetzt. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass hier eines der ersten Zeichen des polnischen Widerstandes gesetzt wurde, der über viele Etappen schließlich zum Ende der sozialistischen Diktatur führte. Denn die Zuschauer protestierten heftig gegen die Absetzung, forderten ein Ende der Zensur und liefen dann mit Kränzen zu einem Denkmal des verehrten Adam Mickiewicz, jenem Dichter, der das Religiöse, das Nationale und das Romantische auf einen Begriff gebracht hatte. Alles unter dem Segen der Jungfrau von Częstochowa, den Dichter, den ich Sie verehrte Zuhörer, aber auch auf ewig wegen der gerade erwähnten Zeilen aus dem Jahre 1834, Gedächtnis zu bewahren, bitte. Wohlhabend war er, der Graf, gut zu den Bauern, menschlich zu Nachbarn, selbst zu den Juden. Da ziehen wir den Hut vor einem Freiheitskämpfer.